Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dave the Diver. Ja, nachdem wir in der letzten Folge erfolgreich den Kronosaurus erlegt haben, was ich eigentlich gar nicht vorhatte, aber wir sind halt wieder reingerutscht in die Quest. Ja, ich bin gleich direkt hier unten geblieben, habe mich mal eben mit Sauerstoff und neuer Munition ausgestattet und da haben wir den Kollegen, den wir zweimal erlegen sollen. Da reicht ein Schuss. Heftig. Was ich jetzt nicht mehr habe, ist eine Drohne, aber ich meine das. Oder? Stimmt, ich habe mir extra für eine Drohne aufbewahrt. So, ich habe jetzt nur keine Ahnung, ob da überhaupt immer zwei von hier rumeiern. Das ist eine ähnliche Geschichte wie mit dem Pelikanal in der Passage. Hat's das denn jetzt? Zeigt er mir hier jetzt nicht an? Komplette Liste. Ich habe ja jetzt einen erlegt davon. Ich meine, dass da oben nichts war, von wegen. Na, sag schon, eins von zwei oder so. Habe ich jetzt nicht erkannt. So, aber hier ist wieder kein Torbenit, wie das heißt. Das ist ein bisschen schade. Das war hier gespawnt auf dieser Seite. Ja, die Drohne ist hier fleißig am Schneiden, hat er ja gesagt, 2 Tage. Kann das hier auch weitergehen? Ja, hier ist es halt wie gesagt gut möglich, dass. Da reicht ein Schuss nicht. Gut möglich, dass wir hier nochmal wieder her müssen, damit er neu spawnen kann. Gucken wir uns hier links unten noch mal einmal rein. Nehmen wir mit, danke sehr. Das ist das andere, was ich gefunden hatte und dann ja verloren hatte, weil ich Rubin, ich brenne. Ich brenne nicht mehr, aber ich habe Sauerstoff verloren, okay. Ja, und das gleiche Ding in grün, das vergiftet dich ein wenig, wenn du das abbaust. Das war, wie gesagt, auf der anderen Seite und ich meine auch ziemlich weit unten, aber wir gucken da jetzt nochmal hin. Bisschen. Baseball, ja, der hilft uns hier mit Sicherheit. Ja, komm, stellen wir hier auch nochmal meine auf. Schon 3 davon haben. Ich schwimme mal direkt durch den Laser durch. Okay, er schießt in dem Moment nicht. Nee, ich sehe hier nichts. Das kann das Spiel ja so auch nicht meinen. Da brauchst du denn 2 Schüsse? Das kann das Spiel euch ja nicht meinen, dass das nur einmal spawnt. Und wenn man dann so dusselig ist und die Luft verliert, dass man dann nie wieder an das Zeug rankommt. Ein wenig merkwürdig. Naja, wie gesagt. Zur Not muss man hier halt nochmal her. Nö, auch hier unten ist nichts.
merkwürdig. Moment, nimm den noch mit. Ja, muss ich zwischen den Folgen immer mal runtertauchen. Na, da ist nochmal so ein Opal. Wäre ein nettes Geld für. Ja, der Moment, warum sage ich immer Opal? Dass das in den hydrothermalen Quellen war und nicht hier im Gletscherbereich. Also Giftgrün kann man gar nicht übersehen. Moment, Haftbombenkanone. Ja, können wir uns herstellen, aber halt nicht mehr die mit Schwerkraft. Wieso? Ja, ich würde sagen, wir tauchen auf. Ich mir für dieses Garnelen-Event. Wollte ich beim Seevolkdorf noch was? Nee, das haben wir erledigt. Für das Garnelen-Event jetzt im Vorfeld mal die Rezepte angucken will. Nicht, dass wir beim letzten Mal ich dann zu wenig Gurken habe. So, alles klar, alles klar. Schließe den Tag ab und bereite alles bei Banjo Sushi vor. Feldfrüchte sind erntebereit. Ich glaube, das kann ich nur, wenn ich in der Sushi-Bar bin. So, aber genau, wir hatten jetzt hier alle Zutaten, hätte ich fast gesagt, alle Materialien für das Todesgewehr hier. Dann möchte ich mir das auch herstellen. Jetzt habe ich es auch direkt ausgerüstet. Ja. So weit, so gut. Moment, was war da noch? Haftbombenkanone 3. 60 Schaden, 9 Magazin. Ja, komm, hergestellt ist hergestellt. Möchte ich aber nicht ausrüsten. So, gibst du jetzt Ruhe hier? Ja. Ja, aber da wartet offensichtlich noch einer. Und zwei Exemplare, die mir noch nicht untergekommen sind. Gut, dann würde ich sagen, erst im Sofarm. Ich würde die Zutaten nämlich gleich mitverwenden. Ja, und dieses Tamagotchi-Verschnitt, ganz ehrlich, das ist mir jetzt relativ wumpe. Ja, Otto ist fleißig am Bauen. Na? Ernte abgeschlossen, hervorragend. So, hier würde ich sagen, ernten wir, aber pflanzen erstmal nichts Neues an. Das wissen will, was wir brauchen. Sehr schön. Ja, wir auch direkt in die Sushi-Bar gehen. Die Fischfarm mache ich mal wieder zwischen den Folgen. Das kann man mal machen, aber ich will das nicht in jeder zweiten Folge antun.
So, Fische geliefert, das ist schön. So, dann gehen wir mal in die Forschung. So, hier hätten wir Languste, Ei, Seetang, Fangschreckenkrebs, das wird wahrscheinlich nicht sein, Helikopterfleisch. Thunfisch, Krabbe. Ach, hier wird ja angezeigt. Also das wäre eine Sache, gehackte Garnelen, dafür brauche ich Brot, also wahrscheinlich Weizen. Dann haben wir hier eins. Das kostet 15 Flammen. Das ist, da brauche ich Gurken. Also hier nochmal Gurken aufschreiben, dass wir die auf jeden Fall brauchen. War es ja nichts zum Anpflanzen. Ja, Weizen wahrscheinlich, wenn er Brot braucht. Gibt es noch mehr? Ne, hier die beiden, die wir noch erforschen müssten. Ich weiß nicht, ob wir hier dann auch schon welche haben. Alles klar. Davon haben wir 24 Stück. Dann würde ich sagen, nehmen wir die heute nicht auf die Karte. Geschmack. Nee, das reicht zum Aufwerten auch nicht. Ne, einen noch. Ja, ich will mal gucken, dass ich zwischen den Folgen mal eben zusehe, dass ich das mit der Veredelung hier höher kriege. Wir da ein bisschen besser ausgestattet sind. Damit wir diesen Diamantrang oder was als nächstes kommt und wahrscheinlich auch als letztes, dass wir den noch erreichen können. Und den kann ich veredeln. Dann machen wir das auch. Sehr schön. Na. So, und einen noch. Ja. Den würde ich auch lassen. Also ich sehe hier schon alleine hier, ohne zu scrollen, auch schon 4 Rezepte, die wir schon haben. Soll das man so? So, das haben wir. Oh, jetzt sehe ich oben, dass wir dieses eine unaussprechliche Tier da tatsächlich einmal erkannt wurde. So, das N noch einmal weg und dann machen wir auf den Laden. Will die auch was zu essen? Nein. Da hinten ganz hin. Verdammte Axt, so schaffen wir. Sie kümmern sich um den Wasabi, das ist schön. Wir gehen ein bisschen putzen. Hallo? Die
So, ich habe nichts Negatives gesehen. Ich meine, ich habe meine Augen nicht immer überall, aber es könnten mal wieder 5 Flammen gewesen sein. Moment, warum 4? Was habe ich übersehen? Na egal. Jo, sie steigert sich auch, aber sie hat jetzt auch Ersatzzutaten. Ich bin mir nicht mehr. Doch, ich würde sie wahrscheinlich auch nochmal, genau wie alle Angestellten, nochmal trainieren wollen. Ich möchte ja auf jeden Fall noch jemanden finden. Ich weiß nicht, ob es das gibt im Spiel, aber der das mit den Cocktails übernehmen kann, weil da breche ich mir ja jedes Mal einen vom Stock. Ein wunderschönes Wochenende, Dave. Ach, guck mal, Fishmon. Ja, du scheinst immer hart zu arbeiten, Udo. Aha, ein Journalist muss immer seine Augen und Ohren offen halten. Okay, hast du also einen weiteren Fisch entdeckt? Natürlich, hey, diese Woche entdeckten wir... Huch, es ist durchsichtig, so schwer zu sehen, fast wie ein Geist. Wenn es durchsichtig ist, glaube ich fast, dass Kugeln einfach durch ihn hindurchfliegen werden. In Filmen, die ich gesehen habe, als ich klein war, bewegten sich die Geister nicht mehr, wenn sie einem speziellen Licht ausgesetzt waren. Aber ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich funktionieren wird, denn ich habe nur einmal einen Geist gesehen. Als ich auf einem Berg stieg, nachdem ich von meinem früheren Job beim Zeitschriftenverlag gefeuert worden war. Warte, wovon rede ich da? Es scheint ungefähr 220 Meter tief zu sein. Wenn du einen dieser Kalmare findest, strahle ihn mit dem speziellen Licht an. Auf eine weitere ergiebige Woche, Dave. Transparenter Geister-Tintenfisch, der nur mit speziellem Licht gesehen werden kann. Etwas unheimlich, aber zugleich faszinierend. Heute ist der Nebel wirklich dicht. Ach, das auch noch. Gestalten mit Kapuzen könnten heute Abend wieder zu Besuch kommen. Gut. Das heißt, dass wir nachts tauchen müssen. Was mich jetzt in. Was heißt das denn mit dem speziellen Licht? Zierkanone, eine Waffe, die die mysteriösen Fähigkeiten der Anomalien benutzt, um die Gesundheit eines Ziels zu absorbieren und in Sauerstoff umzuwandeln. Sie gewinnt eine große Menge an Sauerstoff zurück. 6er Schaden, 40 Magazin. Kostet uns 5000. Okay, wäre ja dann was für den Ingame-Abend. Aber Moment, ich wollte... Was ist mit dem Licht? Das lässt mich jetzt nicht los. Betäuben, Gift, Blitzgewehr, Schockgewehr. Das ist ja alles kein spezielles Licht. Bin ich jetzt erstmal überfragt, aber wir haben auch ja... Wann holt er die immer ab? Sonntags, ne? Warum kommt der eigentlich immer so spät, wenn ich eigentlich die ganze Woche dafür Zeit habe? Wir machen uns jetzt einmal zur... Ne, wir gehen noch mit dem Eimer in die Sushi-Bar. Zum einen habe ich jetzt ja nur die Zutaten für die Rezepte rausgesucht, die wir noch erforschen müssen. Was ja Blödsinn ist. So, die füttern wir einmal. Mit dem hochwertigen selbstverständlich. Hier noch mal ins Menü schauen wollen. Hier nicht, ja. Kann ich auch irgendwo die Rezepte ansehen? In der Forschung zeigt er mir ja nur die neuen an. Wo kann ich mir die vorhandenen Rezepte angucken? Hier war nichts, ne? Das sind nur die Zutaten. Hier zeigt er mir auch ja nicht. Oder gibt es irgendwo mal einen Hinweis? Ah doch, das sind ja die Zutaten hier. Also dafür brauchen wir... Haben wir satt? Ah, hier. Weizen und Knoblauch.
Kreaturen. Auch nur weiße Pferde, Makrele, okay, da kann man ein paar von besorgen. Weil cool wäre es ja, wenn wir es hinkriegen, dass wir nur diese Sachen auf der Karte haben. So, ich würde dann sagen, da wir hier diesen einen dabei haben, dass wir den auch schon mal erforschen. Das soll dann auch der Abschluss dieser Folge sein. Jawohl. Ja, dann würde ich jetzt zwischen den Folgen mal gucken nach dem Torbenit, ob ich das finde. Ich werde auf der Farm jetzt die Sachen da nochmal anpflanzen. Wahrscheinlich ist das dritte Beet auch ja fertig, so dass wir das nächste Event besser gestalten und uns nicht die Zutaten ausgehen. Ja, wie immer recht herzlichen Dank für euer Interesse und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr morgen wieder dabei seid. Bis dahin.